Ja, hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen kleinen Angespielt-Video. Sprich, wir schauen mal kurz in ein neues Spiel rein. Und das ist nämlich Deep Rock Galactic. Ihr seht es auch hier. Deep Rock Galactic ist ein Spiel, in dem wir einen Zwerg spielen. Ein Science-Fiction-Spiel wohlgemerkt. Der hier auftaucht in seiner Kajüte, in seiner Kabine. Und wir können uns hier schon den ersten Charakter aussuchen, den wir heute spielen wollen. Und ihr seht, wie geil die schon aussehen. Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man eigentlich zu viert im Koop auf einem Asteroiden landet. Und dann auf diesem Asteroiden Ressourcen farmt. Wir haben eine, das ist eine sehr early, also eine sehr, sehr, sehr frühe Version immer noch im Spiel. Ich habe einen Key ergattern können. Da natürlich auch danke an diese Möglichkeit. Und wir haben hier auf diesem, auf unserer Home-Basis, haben wir unterschiedlichste Möglichkeiten. Zum Beispiel auch eine Armor-Station und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden nach und nach, hier steht mein Name. Das heißt, wenn wir Multiplayer spielen, sind dann hier andere Namen dran. Dann kann man hier mal zurückgehen, sich einen anderen Charakter aussuchen, ein Team finden. Kann man hier sonst noch irgendwas machen? Naja, ist jetzt nicht so schlimm, dass es jetzt nicht noch nicht geht alles. Aber auf jeden Fall, so ist das dann aufgebaut. Und in der Mitte ist unser großer Drill-Kopf, also unser Bohrkopf. Und der schmeißt sich auf den Asteroiden runter, um den wir gerade kreisen. Und wir können uns hier aussuchen, wo wir auch tauchen wollen. Wir wollen natürlich zum First Dive, also zum allerersten. Hier oben können wir die Schwierigkeit einstellen. Ich habe es noch nicht so oft gespielt. Ich nehme... Ach so, und je schwerer es ist, desto mehr Credits kriegen wir. Wir nehmen mal Low Risk, okay? Und sind 10 bis 15 Minuten dort. Dann kommt auch unsere Abholung wieder. Und hier steht, Perfect Introduction to the Game. You will get to know your tools and weapons in a fixed level. Das heißt, das ist die perfekte Einladung. Das wählen wir auch als Koordinator aus. Und, ist das cool? Wie der jetzt schon dreht da unten? Ah, herrlich. So, in 4 Sekunden geht's los. Wir setzen uns mal hin. Heute sind wir allein unterwegs, gehen da jetzt runter und los geht's. Und wie gesagt, sonst ist das ein Koop-Spiel. Ich habe da auch schon meine Koop-Partner in der Hinterhand. Ich hoffe da natürlich auch mit dem Aldemar mal zocken zu können. Vielleicht finden wir ja auch mal so einen Abend, an dem wir einfach mal so ein bisschen uns durch die Gegend bohren. Und hier sehen wir schon, wie tief wir in die Erde runtergehen im Asteroiden, auf dem wir gelandet sind. Wir sind auf, wow, 170 Meter. Ich habe die Klasse des Bohrers, des Drills. Wir haben eine Taschenlampe, wir können auch... This is a simple mining mission. Deposit your quota of Morkite into the mule and we'll send a drop pod to get you out. Supplies can be ordered when sufficient gold is collected. Good luck. Das hier ist mein kleiner Roboter, mein kleiner Hund. Mit dem können wir dann durch diesen Asteroiden stapfen. Da hätten wir es hinwerfen. Das sieht schon cool aus, oder? Was meint ihr? Und den belade ich und muss dann nicht alles mit mir herumtragen. Hier zum Beispiel haben wir so grüne Steine gerade unten gehabt. Ich werde hier einfach mal dieses ganze Ding. Vielleicht sind hier ja noch mehr. Vielleicht war es auch einfach nur Glück oder auch gar nichts. Und mit der rechten Maustaste gedrückt halten kann ich jetzt hier diesen Asteroiden langsam abbauen innen drin. Dann schauen wir mal, was hier noch so zu finden ist. Oh ja, hier. Gold. Und zwar eine Menge Gold. Und das können wir gleich alles in unseren kleinen Roboter packen. So. Den rufen wir auch mal her. Dann seht ihr das mal. Da ist er. Na, so. Und jetzt halten wir E gedrückt und laden unser Gold ein, was wir gerade eingesackt haben. Ist nicht jetzt so viel gewesen, aber immerhin. Weiß nicht, mache ich irgendwas falsch mit den grünen Steinchen? Ich weiß es ja nicht. Aber hier haben wir auch was an der Wand, was schlängelt sich hier so durch. Und das ist Morkit, ein Edelstein.
Wir suchen nach, im Moment hier in dieser Version suchen wir nach Morkit, nach Gold und nach einem weiteren Stein, den zeige ich euch gleich. Mensch, da kratzt ihr schon der Hals richtig. Hier auf diesem fernen Asteroiden. So. Jetzt haben wir einiges an Morkit gesammelt, packen das hier in unseren kleinen Kerl rein. Und hier ist noch was. Mensch! Nicht so viel Morkit war jetzt hier. So, jetzt schauen wir mal, was ich noch so habe. Ich habe ein Detonation Pack, damit kann ich mich irgendwo durchbühren. Ah! Ich kann natürlich auch gleich ganz anders buddeln, meine Lieben. Warum nicht gleich so? So, dann müssen wir mal gucken. Langsam geht die Fackel auch aus. Diese grünen Steine, die sind derzeit noch gar nichts. Aber hier oben sehe ich auch schon was. Also dieser Bohrer, der ist für normale Steine. Und diese hier muss ich immer mit der Spitzhacke abbauen. Da kommt unser kleiner Kerl. Den beladen wir jetzt erstmal wieder. Ach, wie cool. Wir haben sogar einen Flammenwerfer dabei. Sieht das geil aus, oder was? Ach, ich finde das richtig gut. Und hier kriegen wir die ganzen Ressourcen vorgestellt. Das ist jetzt Nitrat. Auf diesem Asteroid findet sich also Nitrat, Gold und dieses Morkit. So, das packen wir natürlich auch in ihn rein hier. Diese grünen Steine sind noch nichts. Sie werden vermutlich noch im Spiel dann auftauchen bald. Ist ja noch eine frühe Version. Und je mehr wir an Ressourcen rausschaffen aus diesem Asteroiden, wenn wir abgeholt werden zum Schluss, desto mehr Skills kriegen wir auch und desto mehr Erfahrung, unser Level steigt und mit einer besseren Ausrüstung, die wir uns dann kaufen können, kann man hier natürlich auch besser überstehen alles, ne? So zumindest glaube ich das, weil es gab die Armory, es gab unterschiedliche Sachen. Ist das ein normaler Stein? Ich glaube, ja. So, dann gucken wir doch mal auf unseren Scanner. Der sagt, dahinter ist was. Hinter dieser Geschichte hier ist was. Und dann legen wir doch einfach mal das Detonationstool und paff! So schnell gucken wir uns also hier ein Loch durch die Wand. Wir haben jetzt auch nur diese kleine Handfeuerwaffe. Das heißt, ich bin jetzt nicht der größte Kämpfer und muss deshalb auch ein bisschen aufpassen. Deswegen. Schaut euch das an. Wurde ich angespuckt. Von da oben. Ach, ich sehe gar nichts mehr. Vollgesponnen hier mit irgendeinem Mist. Ach. Okay. Hier laufen ein paar Aliens rum. Das hier war einer davon. Drecksvieh. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier nicht alleine lange sind, wenn ich jetzt hier runtergehe. Okay, dann sacken wir mal schnell die Ressourcen ein hier. Oh, ich habe richtig Bock, das Spiel im Multiplayer zu spielen. Ich freue mich schon richtig drauf. Herrlich. Im Moment ist es noch sehr ruhig, aber glaubt mir, wenn ihr mit 4 Leuten hier unten seid, ihr farmt ja auch viel schneller. Und wie unglaublich actionreich das auf einmal wird. Da ist doch was. Und da war doch was. Was hat denn der jetzt fallen lassen? Ach, der hat Gold fallen lassen.
Und jetzt kriegen wir hier gleich Spaß, wurde durchgesagt. Da bin ich ja mal gespannt. Aber die Handfeuerwaffe ist gut, die ich hier habe. Wurde gerade beschossen von da oben. Irgendwer beschießt mich hier. Da oben hockt ihr also. Ja, aber wenn ihr den kleinen habt... Oh, jetzt nehme ich einen Flammenwerfer. Oha, das ist Großes. So, jetzt schön anzünden hier, jawoll. Kommt mal her, ihr Käfer. Ihr könnt mir gar nichts. Man muss den auf den Arsch schießen anscheinend. Aber den Rest gebe ich dir auch anders. Boah, ich glaube, das ist giftig. Nicht so gut. Ja, ich finde das richtig cool. Das macht richtig Spaß. Auch im Einzelspieler sogar. Aber ich glaube, das ist halt, egal gegen was wir hier antreten, sehr, sehr schwer. Jetzt sacken wir das Gold hier noch schnell ein. Und werden, denke ich, auch bald abgeholt. Dann müssen wir auch erstmal dahin, wo wir abgeholt werden. Boah, das war doch noch nicht alles. Von der Decke geholt habe ich ihn. Ich müsste da auch irgendwie hoch. Wie genau ich da hochkomme, kann ich das auch... Kann ich das auch mit einer Granate? Oh! Okay. Ist ja gut. Hat nicht geklappt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Nicht schlimm. So, erstmal das ganze Gold abgelegt. Sacken wir hier natürlich noch mehr ein. So, herrlich, wie es hier klimpert. So, und man könnte es jetzt so machen, dass einer abbaut und der andere halt die Sicherung übernimmt. Genauso gut könnte ich jetzt was ausprobieren. Ich könnte mich hier auch reingraben. Ich will ja da oben hinkommen. So, jetzt sind die kurz überhitzt, meine Bohrköpfe. So, jetzt bin ich hier. Fragt sich, ach, da oben muss ich hin. So.
Herrlich, dieser Driller, ja. Also, was er hier für Bohrköpfe zur Verfügung hat, ist ja cool. Aber ich will hier nicht runterfallen. So. So, jetzt sind wir auch mit dem Nitrat voll. Kann mein Kerl hierher kommen, mein Kleiner? Ach ja, nee, ist cool. Der kommt ja echt hoch. So, jetzt haben wir hier also gleich die Dinger auch von der Decke abgebaut. Und gemeinsam hätte man natürlich jetzt einiges mehr schon. Also ich denke mal, es hat schon seine Vorteile, wenn man zusammen auf Ressourcenjagd geht. So, ich möchte hier auf jeden Fall noch hoch. Und zwar will ich da ran. Gucken, ob ich da hochspringen kann. Oh. Was ist denn das? Health. Das hätte mir jetzt Lebensenergie gebracht. Das ist natürlich cool. Aber wir müssen jetzt hier vorsichtig wieder runtergehen und nicht fallen. Aber ich glaube, den Sturz schaffe ich. So, dann komm mal runter, mein kleiner Kerl. Komm hierher. Pack dich ab. Sehr cool. Jetzt wollen wir mal gucken, habe ich irgendwas vergessen? Ist hier hinter was? Karte. Da ist doch was. Oh, hier lag auch einfach Gold auf dem Boden. Oha. Oh ja. Hier ist viel. Aber ein bisschen gruselig ist es auch, finde ich. Mit der Musik. So, hier oben noch. Mal kurz gucken. Oh. Was auch immer mir das jetzt gebracht hat. Ich habe jetzt keine Veränderung gesehen. Ja, wir rumbrüllen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Autsch. Ich glaube, das ruft auch wieder den ein oder anderen Alien auf dem Plan, wenn ich hier runterspringe. Da oben ist Lebensenergie.
Was sagt die Karte? Wo bin ich? Hier ist nichts. Ich muss hier runter. Dann laden wir doch nochmal nach. Oha. Ja, von wegen, hier ist nichts. So. Das Gold bauen wir ab. Ich glaube, bald sind wir an dem Punkt angekommen. Sehe ich irgendwo die Missionszeit? Sehe ich, glaube ich, gar nicht, ne? Ah, ich habe die Objectives auch noch nicht. Ich muss mehr Mokit finden. Aber im Moment habe ich hier auch noch keinen. Ist das da oben Mokit? Ja, da muss man erstmal hochkommen. Ah, ich kann den Drill nicht mehr benutzen. So, dann schlagen wir uns hier einfach durch. Alter. Komm, machen wir anders. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. So, jetzt. Paff. Ja, das ist natürlich die Lebensumgebung von diesen Aliens hier. Von diesen Bugs. Nur ein toter Bug, Junge. Rico. Möchte aber auch mit diesem Video nochmal ansagen, ohne den Kumpel Aldemar wäre ich auf das Spiel nicht aufmerksam geworden. Danke. Das heißt, wenn ihr Lust habt und da Bock zu habt auf dieses Spiel, dann schaut auch mal bei ihm vorbei. Und ich würde jetzt hier gerne mal um die Ecke gucken, ob ich jetzt langsam an dem Mokit angekommen bin. Oder ob ich noch viel weiter muss. Ach herrje. Ein Schwarm. Hier habe ich schon ein bisschen Mokit. Aber okay. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich gleich ein Problem. Problem ist, ich kann mich nicht ducken. Raus, raus, raus. Mann, war das knapp. Ich habe noch 5 Lebenspunkte. Flieg hoch. Oh, Gift. Ich muss irgendwie da oben hoch. Leider kann ich es nicht zum Runterfallen bringen. So.
Ich hoffe, es hat sich ausgeschwärmt. Noch nicht so ganz. Irgendwas bringt er doch, oder? Okay, ich brauche einen Supply Pod, sonst habe ich hier gleich ein Riesenproblem. Sonst habe ich gleich keine Muni mehr. Ich hoffe, der kommt von oben. Mal gespannt. Ah, hat sich auch durch... Da ist doch was. So. Okay, dann an dem Supply Pod... war Munition und auch Lebensenergie. Hier ist noch mehr. Und hier ist noch mehr Munition. Zack. Wir sind voll. So, und eigentlich wollte ich da oben an das Morkit. Das mache ich auch. Diese, komm, ich hatte diese, ich habe mir das vorgenommen. Also hüpfe ich da jetzt auch hin. Der Bohrer jetzt wieder Power? Ja. So, alles meins. Ja, voll, sehr gut. Richtig viel Morkit ist hier. Das erfüllt auch unsere Objective, also unseren Auftrag. Wally is on the way. Da kommt er. So geil, wie er hier läuft. Ah, wir haben es immer noch nicht ganz. Das reicht noch nicht an Morkit. Ich hätte ja gedacht, dass das jetzt ausreicht, aber wir haben die 200 an der Menge immer noch nicht. Aber wisst ihr was? Dann nehmen wir jetzt hier noch das Gold mit. Allein, weil wir es können. Diese Goldader muss ich einfach mitnehmen. Oh, komm her hier. Komm. Alles rein. Zack. Den auch noch. Nehmen wir noch ein bisschen mit hier. Und dann sind wir auch gleich durch. Und da will ich hoch. Oha, da oben. Ich sag nur eins. Morkit, Junge. Unsers. Das holen wir. Man wird hier richtig zum übelsten Draufgängerzwerg mit dem Spiel. Bisschen überhitzt.
So. Bin ein bisschen zu hoch wohl, wa? Können wir alles gebrauchen. Okay, ich krieg jetzt den Drop Pod wieder hier geliefert. Wo landet? Da oben. Drop Pod has arrived. Retrieving the mule. Follow the mule. Drop Pod departing in T-minus 5 minutes. So, der Mule läuft da jetzt alleine hin. Das heißt, wir können ihm einfach hinterhergehen. Ich nehme mal besser den Flammenwerfer. Bevor hier in irgendeiner Weise noch Viecher jetzt auf uns zukommen. Ach, hier hoch erstmal. Ah, das ist echt cool, das Spiel. Ich finde das, das macht so richtig Laune. Ah, da, wir sind doch gleich da. Den Weg sind wir doch gekommen. Genau, hier habe ich uns durchgebuddelt. Da sind wir, da ist er. Unser Drop Pod. Unser Exit. Ja, nur ich will da rein. The mule and the Morkite is secured. Deepra Galactic thanks you for your work effort. Initiate ja. Launch sequence. Hier wird keine Launch Sequence gestartet. Verdammt! Oh, ich kann mir vorstellen, wenn man dann noch gejagt wird, ist das richtig stressig. So, wir haben es geschafft, Leute. Klappe zu. Affe tot. Mission complete. Wir haben es also geschafft. Das ist die erste Mission jetzt gewesen von diesem wunderbaren neuen Spiel. Wir haben unseren Skill sehr stark verstärkt damit. Vom Driller, vom Buddler. Ab 5000 gibt es die nächste Stufe. Wir haben 30 Minuten gebraucht. Ich habe euch da nichts vorenthalten. Und ich würde einfach mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Zigaro. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Dann komme ich mit weiteren Folgen. Und wenn es euch ja nicht so gefällt, dann sagt mir auf jeden Fall auch Bescheid. Ich finde, das ist was ganz Neues. Macht Spaß. Bestimmt im Koop cool. Ein Koop kommt auf jeden Fall. Also, macht's gut. Tschüss.